ist natürlich die große Freude, dass zum ersten Mal nach 67 Jahren diese Allee wieder aufgemacht wird in Zusammenarbeit mit der Bundeswehr. Und darüber freuen wir uns natürlich vom Verein Objeverliebig besonders. Also diese Kutschfahrt ist seit meiner Kinderzeit die erste, die ich jetzt auch machen konnte. Und ich habe das sehr genossen, denn wir Kinder, ich bin ja im Forsthaus Objever, habe ich meine Kinderzeit erlebt, ja. Und da fuhren wir mit dem Fahrrad wohl gelegentlich hier die, wir nannten ja das die, nicht die Jeversche Allee, wir nannten das die Waldschlösschenallee. Und dann fuhren wir durch das Moorland nach Jever oder zur Schule über Radum oder über die Siebetshauser Allee. Zweimal heute grenzenlos ist natürlich eine ganz tolle Sache. Einmal haben wir das tolle Rockkonzert, was ja die Menschen in Friesland zusammenbringen sollen. Und dann öffnet der Fliegerhorst seine Schranken, sodass wir auch einmal die Jeversche Allee durchfahren können. Fräulein Maria ist auch schon da. Und vor unserem Schloss findet gleichzeitig auch noch das allseits bekannte Familienfest statt zu Ehren Fräulein Marias, zu ihrem Geburtstag. Sie hätte ja am 5. September Geburtstag gehabt und dass sie dann durch ihren Objeverschen Forst einmal fahren darf, ist natürlich eine große Freude. Jetzt startet die Kutsche mit den Gästen, um dann gleich nochmal die Jeversche Allee zu befahren. Wahnsinn, wie groß das Interesse ist, die Jeversche Allee zu befahren. Ein schönes Bild.